Hallo, ihr Gärtner da draußen, auf Balkonien, im Kleinstgarten oder im Reihenhausgarten. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einem entsprechenden Obstbaum auf kleinstem Raum größten Obstertrag erzielen kann. Viel Spaß dabei! Ich habe hier heute eine Williams-Christbirne auf einer extrem schwachwüchsigen Unterlage. Ich muss davon ausgehen, dass in meinem Garten eine weitere Birne sich befindet oder in der Umgebung eine weitere Birne sich befindet, die dann als Bestäuber funktioniert. Denn die Birne selbst bestäubt sich nicht selbst. Die ist auf einen sogenannten Bestäuberbaum in der Nachbarschaft angewiesen. Aber hier berät euch euer Gartencenter am allerbesten. Es ist gewünscht, diesen Baum an einer Südwand anzubringen. Hier möchte der Kunde, dass die Pflanze nicht als Spalier gehalten wird, sondern als Kleinstbaum angebracht wird. Das kann ich durchaus machen. Als erstes brauche ich ein Pflanzloch. Das Pflanzloch ist wie immer anderthalb mal so groß wie der Container, wie der Topf, in dem der Baum geliefert wird. Das Schöne an den Containerbäumen, also Bäumen, die im Topf in der Baumschule angeboten werden, ist, ich kann die das ganze Jahr über pflanzen. Ich muss nicht, wie bei den sogenannten wurzelnackten Waren, auf den Herbst und Winter warten. Ich kann die das ganze Jahr über bekommen und ich kann die das ganze Jahr über pflanzen. Das hier ist in etwa anderthalb mal so groß, lockerer Lehmboden, der sich hier befindet, angereichert mit Mulch, ist locker und hier kommt nun unsere kleine Pflanze hin. Nehmen Sie aus dem Kübel, auch hier gehe ich rum mit meinem Daumen und lockere den Erdballen auf. Wurzeln, die im Kreiselwuchs im Container immer rum und rum und rum gegangen sind, was übrigens auch ein Qualitätskriterium für Baumschulware ist. Wenn zu viele Wurzeln hier drin sind, steht der Baum schon sehr, sehr lange in der Baumschule und wird nie richtig anwachsen. Dieser hier ist ideal. Auch unten. Jetzt setze ich den Baum in unsere Pflanzgrube. Die Veredelungsstelle, das ist hier, bleibt genau wie ich den Baum aus dem Topf rausgeholt habe. Dazu benötige ich jetzt einen Stab. Dies hier ist meine Messlatte, die das Bodenniveau uns angibt. Hier ist die Veredelungsstelle noch unter der Messlatte. Der Baum steht zu tief. Ich muss ihn etwas anhöhen. Zu tief ausgeschachtet. Bisschen andichten. Das wäre jetzt die Pflanztiefe unseres Baums. Und jetzt gucke ich nach der Orientierung von dem Baum. Wo ist das Gesicht? Da trete ich mal einen Schritt zurück, schaue, ob ich den Baum ein wenig drehen muss. Hier habe ich zwei Triebe. Hier habe ich kleinere Triebe, die wollen nach vorne kommen, das ist gewünscht. Die beiden nach hinten, sehr parallel. So kann der eigentlich schon gepflanzt werden. Wenn nicht, wenn ich damit nicht ganz glücklich bin, kann ich ihn jetzt noch drehen, aber nicht mehr später. Das Pflanzloch verfülle ich mit der Erde, die ich auch genommen habe. Die versetze ich nicht mit Dünger oder mit irgendwelchen anderen Zuschlagstoffen. Mit dem Handgriff vom Spaten kann man übrigens ganz praktisch den Spalt zwischen dem Wurzelballen und dem Loch andrücken. Das ist wichtig, damit sich hier drunter keine Luftblasen und Lufthohlräume
ergeben, sodass unser Baum möglichst fest in der Erde drin ist. Der Rest wird rückverfüllt. Und hier baue ich nun einen Gießrand, eine Art Tasse, dass das Wasser nicht sofort wegläuft. Hier haben wir es mit einem Spindelbaum zu tun, mit einem zentralen Mitteltrieb und den hier 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Seitentrieben. Diese Seitentriebe sollen zur Seite gehen. Der Haupttrieb bleibt in der Mitte und geht nach oben. Deswegen bei den Seitentrieben nehme ich die nach dem Kauf um ein Drittel zurück und jetzt suche ich nach einem nach außen gerichteten Auge. Hier habe ich das Blatt, die Achsel. Hier wird nachher der Ast zur Seite hinweg gehen. Das gleiche auf der anderen Seite. Ungefähr ein Drittel runter, nach außen. Auch hier nach außen. Den hier unten. Da werde ich in der Zukunft sehen, ob ich diesen Ast überhaupt noch haben möchte. Den nehme ich auch zurück, ebenfalls nach außen. Den Haupttrieb nehme ich ebenfalls um ein Drittel zurück, um ihn zu animieren, im nächsten Jahr wieder auszutreiben. Den Schnitt, den ich durchführe, mache ich leicht diagonal. Den mache ich nicht waagerecht, sondern leicht diagonal, sodass etwaiges Wasser ablaufen kann und nicht wie ein I-Tupfen auf dem I drauf sitzt. Wind. Auch in einem Kleingarten haben wir Turbulenzen, die sich bei einem Sturm bilden. Ruckartige Bewegungen sind alles Dinge, die dem jungen Baum schädigen, anzuwachsen. Deswegen muss ein junger Baum fest angebunden werden. Dazu nehme ich hier einen solchen Pflock und diesen Baum hier werde ich seitlich festbinden. Ich kann ihn so anbinden, aber dann laufe ich in die Gefahr, dass ich durch den Wurzelballen durchsteche. Und wenn ich hier seitlich den Pfahl anbringe, kann ich ihn so wunderbar nachher fixieren. Wäre ich Asterix oder Obelix, hätte ich ihn nach ein wenig Zaubertrank auch einfach reingedrückt. Ging aber leider nicht, deswegen mit dem Vorschlaghammer. Was auf jeden Fall zu vermeiden ist, ist, dass der Birnenbaum mit dem Pflock in direkter Verbindung ist. Der würde reiben und dann kann es zu Verletzungen an der Borke kommen. Deswegen setze ich breites Jute-Anbindematerial ein. Ich mache hier einen Achtergang, also dass der Baum nicht direkt am Pflock dran ist, sondern hier durch das Juteband abgepolstert ist und verknote dann hinter dem Pflock das Juteband. Das Schöne am Juteband ist, es stranguliert unseren Baum nicht. Es wächst gewissermaßen mit. Wenn es im kommenden Jahr aber abfallen sollte, müssen wir unbedingt es wieder fixieren durch Neues. Wie viel gießt man eigentlich an bei so einem Baum? Und zwar gießen wir so lange, bis, wie es so heißt, die Feldkapazität erreicht ist. Das heißt, der Boden kein Wasser mehr aufnimmt. Ihr dürft nicht vergessen, solange der Baum Blätter hat, verdunstet er. Sofern es einen trockenen Herbst gibt, auch hier mehrfach nachgießen. Beim goldenen Oktober droht die Gefahr, dass dann immer noch Wasser abgegeben wird und er kein Wasser nachziehen kann. Deswegen ruhig 2-3 Mal, vielleicht 4 Mal vor Weihnachten noch nachgießen. Unser Pflanzloch ist jetzt gesättigt, der Baum ist fixiert und der Baum ist geschnitten. Ich kann mich jetzt darauf freuen, im kommenden Jahr Früchte ernten zu können, bei passender Auswahl von anderen Birnen in der Gegend, um dann in einem Glas Cognac oder Birnengeist meine Williams Christbirne genießen zu können. Hoffentlich hat euch das angespornt, auch in eurem Kleingarten oder auf Balkonien einen kleinen Baum anzupflanzen
Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, das euch zu zeigen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch auf dem Video. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, dran denken, den Gartencoach zu abonnieren. Viel Spaß beim Urban Gardening.